Die Trauer in Deutschland ist riesig. Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Als Fußballer, Trainer und Funktionär bleibt er für die Öffentlichkeit unvergessen. Und auch privat hinterlässt der Kaiser eine riesige Lücke in seiner Familie. Mit seiner Frau Heidi ist er 17 Jahre verheiratet. Außerdem hinterbleiben die 4 Kinder Thomas, Michael, Francesca und Joel. Bunte Live hat Joel vor einigen Monaten zum Interview getroffen. Darin spricht der 23-Jährige darüber, wie es für ihn gewesen ist, als Sohn einer echten Legende aufzuwachsen. Ich habe schon öfters den Neid von den Mitschülern oder den Leuten in meinem Umfeld gemerkt, dass man auch anders behandelt wurde. Oder auch eben im Fußballverein oder beim Fußballspiel, dass die Erwartungen gleich höher gesetzt worden sind wie bei den anderen. Anders als sein 2015 verstorbener Halbbruder Stefan Beckenbauer, der sich ebenfalls als Fußballprofi und Trainer einen Namen machte, will Joel nicht in die sportlichen Fußstapfen seines Vaters treten. Damals mit 8, 9, 10, 11, das war natürlich von jedem Jungen, gehe ich mal davon aus, dass das der Traum ist oder von den meisten, Fußballprofi zu werden. Und das war eben auch mein Traum damals. Nur jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht geworden bin, weil ich glaube einfach, der Druck und die Last und die Erwartungen wären einfach viel zu groß gewesen. Stattdessen studiert Joel Betriebswirtschaft und könnte sich vorstellen, später ins Event- oder Immobilienmanagement zu gehen. Welchen Weg sein Sohn für seine Zukunft auch immer wählt, Franz wäre sicher stolz auf ihn.